Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&M TV. Ja, mein Name ist Metin Sen, Dating- und Beziehungscoach und Spezialist für Ex zurück seit mittlerweile im September schon 14 Jahren. Und ich habe mir heute mal überlegt, um mal wieder ein informatives Video mal in der Playlist der Reihe 20 mal reinzuhauen, weil dieses Thema so wahnsinnig zerrissen wird, ganz einfach im Internet. Es geht ganz einfach um das Thema: Warum schaut mein Ex oder meine Ex-Freundin meinen WhatsApp-Status an? Was hat das zu bedeuten? Darüber hinaus gebe ich euch auch in diesem Video Tipps dazu, nachdem ich das ausführlich erklärt habe, wie man das für sich jetzt nicht nur im Bereich Ex zurück, sondern im Bereich Dating ganz einfach etwas für sich nutzen kann und ein bisschen die Hintergründe zu einem, sage ich mal, verbesserten Mindset hier bekommt, dass man hier dann aufbaut, um so hier diese Anziehung, diese Attraktivität etwas weiter aufzubauen, zu steigern und dementsprechend dann auch zu halten. Ja, kommen wir doch gleich einmal rein, würde ich einmal sagen. Die neue Flamme, die man da kennengelernt hat, die schaut sich halt immer wieder diesen WhatsApp-Status an, oder der Ex-Freund, der guckt sich immer wieder diesen WhatsApp-Status an. Na, ist gut, ist schön. Grundsätzlich, wer mich kennt, kennt mein grundsätzlich. Wer mich kennt, der kennt auch mein grundsätzlich. Ja, bedeutet das in der Regel allerdings gar nichts. Das ist die Situation. Es ist ein Indikator, ja, dass da ein Interesse irgendwo an deiner Person oder beziehungsweise an dem ist, was du da treibst und was du da natürlich tust. Blöd ist es natürlich dann auch und sehr, sehr leicht, wenn es andersherum ist, dass dein Ex oder deine Ex oder diese Dame oder dieser Mann, den du jetzt gerade datest oder wo man sich ja immer neu kennengelernt hat und es sich ja dann immer wieder mal trifft, dein WhatsApp-Status oder dein Instagram-Status gar nicht ist. Ja. Warum macht der das nicht? Und ist immer nicht der Dumme. Oder beziehungsweise der Ungeduldige oder der, der ständig diesen Impuls da praktisch im Kopf hat. Warum macht er das nicht? Wieso tut sich das nicht? Mit was ist er sonst so beschäftigt? Oder warum, wieso, weshalb? Beides ist sehr, sehr schlecht. Also sich darüber Gedanken zu machen, warum der andere meinen WhatsApp-Status nicht ansieht, warum er das scheinbar blockiert oder diese Funktion auf WhatsApp oder Instagram auch eingestellt hat, dass man das nicht mehr einsehen kann. Und natürlich das im Dating oder bei Ex zurück und bei Dating, dass man da so viel Wert darauf legt, dass der andere hier den WhatsApp-Status von einem angeschaut hat, angesehen hat. Das ist insoweit einmal schlecht, weil du hier mit deinem Denken nicht mehr hier bei dir bist. Und das ist sehr, sehr schlecht. Besonders wenn es um diese direkten Impulssetzungen jetzt geht. Was ist eine direkte Impulssetzung? Gehen wir mal darauf einmal ein. Um das Ganze hier ein bisschen besser zu verstehen, muss man einmal verstehen, was eigentlich eine direkte Impulssetzung ist und genau das Gegenteil davon eine indirekte Impulssetzung. Das sind wir jetzt im zweiten Teil der Geschichte. Eine direkte Impulssetzung, das ist alles, was jetzt mit diesem Date oder mit der Ex-Freundin oder mit dem Ex-Freund direkt zu tun hat. Also eine direkte Nachricht hier auf WhatsApp, auf Instagram, ein Anruf, ein Gespräch, was direkt zu dem Anruf geführt wird. Hey, hallo, grüß dich, hi. Jetzt zum Beispiel beim Ex oder bei der Ex, wenn man da zum Beispiel anruft, ich sage ja immer wieder, anrufen ist wahnsinnig wichtig hier. Ey, hallo, grüß dich, hi. Ja, du, ich bin gerade so beim Umräumen auf ein paar Sachen von dir noch gestolpert, da so einen komischen Föhn oder was das hier ist, oder ich habe was vorbereitet ein bisschen, oder so ein Deo hier. Und ja, bei der Gelegenheit habe ich mich gefragt, wie es dir wohl gerade so geht und was du wohl gerade so treibst. Ja, und sag mal, wie ist dir so gegangen? Beispiel. Oder hier zum Beispiel beim Date, hey, grüß dich, hi. Ja du, ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen nichts mehr von dir gehört. Und ich war jetzt das Wochenende dann auch unterwegs. Ich wollte dich ja auch noch anrufen, gestern, vorgestern, aber wie gesagt, ich stand da selber ein bisschen unter Druck. Und ich bin eben gerade zur Haustür rein und habe mir gedacht, hey, das ist mir gerade eingefallen. Von der ist jetzt auch gar nichts mehr weiterkommen. Habe ich mir gedacht, ich klinge mal nach, frage mal nach, wie es so geht, was du so treibst und so weiter. Und wie hat deine Woche denn so angefangen? Dass man so zum Beispiel einmal hier anfängt, hier ein Gespräch ganz einfach einmal aufzubauen, erst einmal. Und der Rest ergibt sich. Wenn natürlich das Mindset passt, wenn man da nicht zu so bedürftig ist, wenn man Herr über seine Kommunikation ist. Weil
Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Fast alle Datings oder dass es beim Dating weitergeht, fast jedes Ex-Zurückchen scheitert, scheitert, scheitert am falschen Mindset, an dieser Bedürftigkeit. Man nennt es auch nie die in der Szene, wenn man da als einfach hier dem anderen da hinterherläuft. Seinen Frame in der Kommunikation passiert das wahnsinnig oft, tausendfach falsch gemacht. Dazu sage ich aber dann beim Thema Status noch etwas dazu. Das mache ich dann als vierten Punkt. Fünf Punkte beinhaltet dieses Video. Wenn man da seinen Frame, diese persönliche Deutungshoheit hier aufgibt, sich so verhält, nur um den anderen gefallen zu wollen, da baust du keine Attraktivität auf. Im Gegenteil, du verlierst sogar welchen. Also, bleiben wir jetzt beim zweiten Punkt. Das ist alles direkte Impulssetzung, wie gesagt, also alles ist direkt mit mir und dem Ex-Freundin oder dem Ex-Freund da ganz sowas. Und dann gibt es diese indirekte Impulssetzung. Indirekte Impulssetzung, das ist halt alles, was jetzt nicht nur den Ex betreffend ist, sondern die Allgemeinheit. Jeder, der hier bei meinem Handy, auf meinem Telefon, hier in WhatsApp oder auf Instagram, hier in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist, jeder, für den diese Statusmitteilung, pardon, diese Statusmitteilungen hier ersichtlich ganz einfach ist. Das ist alles indirekte Impulssetzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Statusbild ganz einfach hier poste, so ein Foto mache, ich suche mal eins raus, da, wenn man da zum Beispiel im Urlaub in Georgien zum Beispiel ist und da ist jetzt Fahne damit dabei und schöne Urlaubsgrüße verschickt, ja, liebe Grüße aus Georgien zum Beispiel, aus der schönen Stadt Tiflis oder so. Und man gefragt wird, hey, bist du in Georgien und so, ist es auch sehr heiß und warm, dass man darauf zum Beispiel dann auch reagieren kann. Sofern natürlich hier man da angeschrieben wird von dem Date oder ganz einfach von der Ex oder dem Ex-Freund. Bei der indirekten Impulssetzung ist es im Gegensatz zur direkten Impulssetzung und deshalb wahnsinnig oft missverstanden da draußen. Absolut null möglich, Anziehung und Attraktivität aufzubauen. Das geht nicht. Das wird oft falsch verstanden. Man meint, dass diese Neugierde und dieses Interesse dran, irgendwie an dem, was man da tut, man meint, das hätte dann damit zu tun, dass der andere dann mehr von einem will. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist ein allgemeiner Irrglaube, der besonders gerne da draußen in dieser Blue Pill Matrix, nennt man das, bei diesen ganzen Blue Pill Beratern, so nennt man die, hier gerne verkauft wird als Verkaufsargument, dieses Interesse und diese Neugierde als Anziehung vermarktet wird dann praktisch, um dich in so einen Funnel hineinzubringen, der die wiederum, die Berater dazu bringt, dich bei den Exen zum Beispiel oder bei dem Date in so eine Friendzone hier hineinzubuchten. Was natürlich gut ist für diesen jeweiligen Berater, denn je länger du mit diesem Ex oder mit der Ex-Freundin oder mit diesem Date hier zu schaffen hast, um sie oder ihn endlich wieder zu erobern, umso mehr verdient er daran. Das ist doch völlig logisch. Aber umso kaputter ist deine Psyche danach. Das ist das Gefährliche daran. Also direkte Impulssetzung, alles, was mit dem Ex oder mit der Ex zu tun hat, automatisch die Möglichkeit, hier Attraktivität und Anziehung aufzubauen. Indirekte Impulssetzung, lediglich dafür da, um hier ein gewisses Interesse, eine Spannung, eine Neugierde an der Person etwas aufzubauen und diese gegebenenfalls dann später in die direkte Impulssetzung reinzureichen. So, es gibt zum Beispiel indirekte Impulse, wo man genügend, das sage ich einmal, hier aufbauen kann, um dass die Neugierde dann so stark ist, dass der Ex oder die Ex, ich arbeite da sehr viel mit GIFs und Bildern, oder eben dieses Date dann einen anschreibt hier selber. Und dass man dann hier automatisch schon in dieser direkten Impulssetzung ist, wo man dann hier Anziehung und hier Attraktivität aufbauen kann. Auch hier, und jetzt kommen wir in den nächsten Part, in den dritten Punkt, der dauert uns lang, da kommen wir gleich in den vierten Punkt weiter. Auch hier, Freunde, das machen so viele Menschen da draußen falsch. Wahnsinnig viele machen das falsch. Das da hier, das ist Telefon. Das wird total falsch verwendet. Das da hier, meine lieben Freunde, das bitte immer mit dem Ziel benutzen, ein Treffen mit dem anderen auszumachen. Nicht zum Kommunizieren. Das ist wichtig zu verstehen. Das wird wahnsinnig viel
und oft da draußen zigtausendfach am Tag falsch gemacht. WhatsApp, Instagram, Anrufen, Telefone immer so als Brücke hernehmen zum Treffen. Weil erst in der sozialen, persönlichen Interaktion hast du die Möglichkeit, dieses Attraktivitätsding, dieses Level da weiter zu steigern und diese sexuellen Komponenten hier mit einzubauen, damit das mit der Ex-Freundin oder mit dem Ex-Freund auch wieder wird. Oder dann eben hier mit dem Date dann, mit dem neuen Mann oder mit dieser fremden Frau auf der Straße, die man da jetzt kennengelernt hat. Und hier gilt es auch wichtig, jetzt zu verstehen. Bei diesen WhatsApp-Statusen. Da habe ich ja einige Videos auch rausgebracht. Die findet ihr in unserem Channel. Einfach mal an unseren Kanal vielleicht nochmal hier abonnieren, sich da immer mal wieder informieren. Da mit Humor arbeiten. Sehr viel mit Bildern arbeiten. Sehr viel mit GIFs ganz einfach auch arbeiten. Ich habe da gerade in dieser Corona-Zeit, während dieser Lockdown-Zeit, habe ich ein paar Videos dazu auch rausgebracht. Unter anderem hier auch das da. Das hänge ich euch gerne mal oben mit in die Beschreibung da mal hier mit hinein, wo ich da mal aufzeige, so beispielsweise, wie man hier mit Humor so indirekte Impulse dann ganz einfach setzen kann. Denn gerade in dieser Corona-Zeit war es ja damals so, wo ein direkter Austausch sehr schwierig ganz einfach gewesen ist, bis unmöglich natürlich dann auch. Also, hier ist wichtig zu verstehen, die Art dieser indirekten Impulssätze. Und jetzt auch, bleiben wir bei Punkt Nummer 4, auf der anderen Seite, das nicht so furchtbar ernst zu nehmen, wenn der oder sie jetzt deinen Status nicht mehr weiter beachtet oder anschaut. Oder das nicht so ernst zu nehmen, dass man hier das so ernst nimmt, wie ich es jetzt im ersten Punkt schon mal erklärt habe, bei meinem grundsätzlich, dass es im Grunde genommen egal ist. Ich schaue mir auch hier WhatsApp-Status unter anderem auch von Exen an. Das bedeutet gar nichts. Ich habe auch vor kurzem in unserem Instagram und in unserem TikTok-Kanal hier auch ein Reel dazu auch mal rausgebracht. Ich kann euch das gerne mal hier irgendwo einblenden, wo ich eben das sage. Und hier kommen wir zum Mindset hinein, von Punkt 4 auf den letzten Punkt. Das Mindset, ich sage es so oft, meine lieben Freunde und Freundinnen, das Mindset ist das Entscheidende. Nichts wird im Bereich der Verführungskunst beim Dating oder bei Ex zurückgeraten so unterschätzt wie eine positive Persönlichkeitsentwicklung. Viele Leute, die verlassen sich zu stark auf dieses Outer-Game, so nennt man das, also sämtliche Handlungen, die mit dem Ex oder mit der Ex sind. Dabei ist das Inner-Game, das Outer-Game, nur so stark wie das Inner-Game. Wenn du da deinen Ex oder deine Ex oder jetzt unbedingt mit dieser Frau jetzt zusammen sein willst und die spürt das, dann verlierst du damit Anziehung ohne Ende. Viele Leute glauben das nicht. Gerade im Bereich Ex zurück, da hat es scheinbar nicht gereicht, dass man da mit der Hand auf die heiße Herdplatte gefasst hat. Nein, man muss noch mit dem Gesicht darauf. Furchtbar. Ganz wichtig an dieser Stelle, Clearing vom Mindset. Clearing. Klarheit. Das ist wahnsinnig wichtig. Dass man hier auch nicht ständig hier sich da Gedanken gibt und nicht seinen Kopf hier kaputt die ganze Zeit. Punkt Nummer 5 mal mittendrin. Tipp an meiner Stelle. Wichtiger Tipp. Ganz wichtig. Lass dich nicht zu sehr darauf hier ein. Besonders wenn dir solche Berater hier, wie in dieser Playlist 20, ich hänge solche mit in die Beschreibung hier an, oder zum Ende des Videos hängen wir sich gerne an, euch da heiß machen da drauf. Sie hat jetzt eine rote Jacke gehabt. Ah, er hat jetzt seine Frisur gewechselt. Ah, er fliegt jetzt nach Acapulco, obwohl er Mexiko hasst, die solche. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Lasst euch davon nicht irgendwie so beeinflussen. Oh mein Gott, das ist ja so wichtig und davon hängt jetzt alles ab. Das sind diese Spitzfindigkeiten bei Trennungen. Da habe ich in unserer alten Ex-Zurückreihe etwas davon gesagt. Damit beschädigt ihr euer Mindset weiter und werdet dann später in der Aktion, in der direkten Impulssetzung hier mit dem Ex oder mit der Ex-Freundin ganz einfach unattraktiv. Ihr erscheint unattraktiv, glaubt mir. Glaubst du nicht? Okay, Bruder oder Schwester. Meine Frage. Du warst doch sicherlich schon mal in der Situation, wo du so einen Kumpel hattest oder eine gute Freundin, die etwas von einem wollte. Und du hast beobachtet, wenn man sich da im Club gesehen hat, wie sie ihn da die ganze Zeit um ihn herum stolziert ist und herumgeguckt hat. Und für jeden war ersichtlich, ja, die will das von dem. Die steht auf dem. Und zwar total. Man selber merkt das nicht so. Aber die anderen sehen das. Und ganz besonders der Typ oder die Frau, um die es geht. Und genau das ist ja eigentlich das,
dass der Ex oder die Ex oder die State ja eigentlich ihr unattraktiv findet. Wenn dem das schon geschenkt und präsentiert wird, wenn er es schon locker haben kann, da ist ja, der muss ja da nicht rein investieren. Und wo du nichts rein investieren musst, was nichts kostet, das ist bekanntlich auch nichts wert. Das wissen wir doch. Ich bitte dich. Wenn ich eine ordentliche Maus haben will, dann muss ich schon für 30, 40, 50 € da mir eine kaufen für 20 € und nicht so ein 1, 2 € Teil aus dem Teddymarkt. Also ohne jetzt, dass sie über schlecht reden zu wollen, Teddy oder so, die machen bestimmt auch gute Produkte. Aber gerade im Bereich Technologie oder zwischenmenschliche Beziehungen und sowas, da muss man schon ein bisschen in die Tasche greifen, wenn man hier etwas, in Bayern sagt man gescheit, was Gescheites hier, etwas Gutes haben. Und da ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn jetzt hier du das nicht packst oder zu viel Wert darauf legst, was hier, ob jetzt hier der Ex oder die Ex hier deinen WhatsApp-Status geschaut oder nicht, da gebe ich dir wirklich ganz, ganz den Tipp, um hier auf den Punkt der Klarheit zu kommen, deaktiviere das. Deaktiviere diese Funktionen. Deaktiviere auf Instagram, WhatsApp diese Funktion, dass der oder sie deinen WhatsApp-Status nicht ansehen kann oder du kannst es auch laufen lassen oder hier das deaktivieren, dass du von dem den Status da irgendwie zu sehen kriegst. Weil anders kommst du sonst nicht klar. Und anders baust du auch so kein positives Mindset hier auf, das du ja hier brauchst, um hier im mittleren und späteren Verlauf hier Attraktivität und Anziehung hier zu erzeugen. Also ganz, ganz wichtig hier, sich nicht auf diese Kleinigkeiten hier fokussieren, sich nicht über gerade bei solchen Beratungen wie Emanuel Albert, Petra Fürst, Dominik Borde und wie sie alle heißen, ich habe sie eingeblendet, wie gesagt, sich nicht auf solche Kleinigkeiten hier damit zu aufhalten, so einen starken Druck darauf legen, das Mindset zu sich ziehen, in seinem Frame, in seiner eigenen Deutungshoheit bleiben, besonders dann, wenn man in der direkten Interaktion mit dem Date oder mit dem Ex-Freund dann ganz einfach ist und hier Klarheit für sich selber mit einem gestärkten Mindset da reingeht, dann hast du auf jeden Fall die besten Chancen, um hier mit dieser Flamme in eine Beziehung reinzukommen oder mit diesem Gentleman hier oder dann eben hier auf ein erfolgreiches Comeback mit dem oder mit der Ex-Freundin. Ja, ich hoffe, dass ich dieses Video hier an Informationen ein bisschen weiterbringen konnte. Ihr seid gerne eingeladen. Ich hänge noch ein paar Weiterleitungen für euch mit dran. So wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade seid. Passt auf euch auf und in diesem Sinne.